Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Hey, wir haben gewonnen, Alter. Ja, das war ein kleiner Prank, den wir da gemacht haben. Das war kein echter, das war ein kleiner Plastik. Ja, ich glaube schon, dass du verloren hast, weil Sandra hat gelacht, dass du jetzt auch raus bist. Ist schon vorbei. Ja. Okay, lauf dich mal. Okay. Achso, wir sind in einem Team. Ja, ja. Was machst du, Mann? Also ich sag's dir, Bro, wenn Nico jetzt auf seinen Film ist, so ist wieder so am Ach, oh, scheiße, Digga, da muss ich schon so lachen. Dann fickt er uns, dann fickt er uns. Ich kann es einfach nicht, wenn ich dich sehe. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es ist wirklich so schlimm mit dieser Hitze. Also, ich möchte das nicht immer. Hey, ich bin zu schlecht für das vom Mann. Was ist das? Karls vom Dach als Ritter? Bei Nico ist es halt so, oh. seine Blicke. Hast du gesehen, wie er geguckt hat? Ich habe versucht, mal nicht hinzugucken. Und dann sehe ich seine Deutsche. Boah, ich muss jetzt schon lachen. Ja? Raff dich. Wir wickeln unser Gesicht komplett hier mit ein. Ja, gut. Mach du zuerst bei mir. Richtig eng. Richtig eng. Richtig nah dran. Okay, es geht los, Sandra. Warte. Sandra immer am Lachen, Alter. Okay. 3, 2, 1. Ey, Digga. Ey, ihr habt nicht einmal gelacht, oder was? Wirklich, ohne Spaß, ich bin bei sowas, wenn ich da, jetzt soll ich nicht lachen, dann muss ich da auch nicht lachen, aber wenn Revi halt so ganz nahe kommt, dann ist halt ganz übel. Ja, lass jetzt richtig, mach richtig rum so mit Geräten, lass was fallen, damit die denken, wir machen richtig aufwendig und dann genau das Gleiche. Alter, was machst du, Mann? Chill mal. Chill mal. Das Format ist schon Musik. Ey, bringt euch nicht um, bitte, da hinten, ey. Geht's los, oder was? Oh Mann, Digga. Was Trauriges. Ladies and gentlemen, welcome on this flight DW55 here to Cologne. Today is pretty amazing, and we're looking for the clouds over the sky. Sandra will die Ritterrüstung zerreißen und kriegt. Weißt du, was viel schöner war? Diese ganze Sound dazu, man dachte, es passiert irgendwas Krasses. Er geht auf, steht wieder genauso da. Ey, der war schon cool. Ich dachte, jetzt kommt es. Tonight, the big fight! Carsten kriegt einen Bonus. Der hat nichts damit zu tun. Der wird einfach geschlagen. Dann du hast die Augen zu. Mach diese Scheiße jetzt zu, Alter. Boah, aber ich hab's geschafft, Leute. Luft anhalten. Komm in Ruhe, bitte jetzt. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Straßenfrage. Ich habe hier gerade einen lieben Kollegen von mir wieder getroffen. Ja, fangen wir mal an mit deinem Outfit. Die Camping Songs. Bruder, die ist von Gucci. Digga, es ist so behindert, Alter. Was fliegt das denn weg? Ha 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 ha!
Erinnert mich an letzte Nacht, ey. Warte. Wir machen kurz YouTuber raten. Ja. Ich hab ein paar Ideen. 3, 2, 1. So, wir machen eine kleine Folge YouTuber erraten. Wir fangen an mit dem ersten Kandidaten. Tatsächlich, Achtung, es geht sofort los. So, bitte. Wer ist das? Kandidat Nummer 1. Das ist tatsächlich InScope 21, wenn er weiterhin die 20er-Hebel so durchspielt. InScope 21, machen wir weiter mit Kandidat Nummer 2. Wer könnte das sein? Welcher YouTuber ist das? Das ist KuchenTV, ja? Unschuldig. Machen wir weiter mit Kandidat Nummer 3. Wer ist das? Gewinnzeit. Das ist TriMax. Ey, der Typ ist so dumm, ne? Der würde mich auch hier noch umbringen, wenn ich lache. Nicht lachen. Einfach komm, Digga. Einen Punkt holen wir uns, Digga. Boah, wie geil! Ja! 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 Ey, ihr habt gewonnen. Oh, ja! Ja. Ey, also wirklich. Gut, machen wir zu. Letzte Runde. Was ist, wenn du, warte, dreh ich mal rum. Wenn der aus deinem Arsch guckt, der Kleine hier. Ja, du gehst unter mir durch und machst diesen Kasperle-Theater. Ja, okay. Und los. Oh. Hallo Kinder, willkommen in meinem Kasperle-Theater. Wer will mir den fetten lutschen? Oh, bist du privat insolvent, du kleiner Sohn? Ja, geht's dir finanziell nicht gut? Und jetzt kommt das Highlight. Du hast nicht gelacht, ne? Nee. Stabil, aber Digga, es war sehr, sehr close. Warum hast du keine Haare am Arsch? Ich rasier, Digga. Digga, echt. Och Mann, ich finde Sandra einfach immer lustig. Ja, wollen wir dein Brief heben? Wir haben schon vorher gewonnen, ey. Die ist einfach straight up wahnsinnig, Mann. Ey, no joke, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal gerne einen Daumen nach oben da. Absolut am Ende, absolut am Ende. Das war's für diesen wunderschönen Part von Nicht Lachen Aushalten. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne bei Nico vorbei, da gibt's Baba Vlogs. Bei Marc Eggers gibt es extrem gute Mode, Lifestyle. Schon lange nicht mehr, Straßencomedy, danke. Und Sandra ist auch dabei. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.